Erfolg braucht starke Partner. Darum unterstützt Ihre Raiffeisenbank sportliche Top-Ereignisse. Gute Unterhaltung wünscht die Raiffeisenbank im Bezirk Ried. Wir macht's möglich. Ja, Derbys sind oft umkämpft, aber selten torreich. Im Duell der jungen Wikinger gegen die Spielgemeinschaft LASK Amateure sollten schlussendlich aber beides zutreffen, wobei die Gäste mehr zu feiern hatten. Dabei ist die zweite Mannschaft der SV Kuntomatik Ried gut gestartet. Dritte Minute, Jungwirth und Eisschiel mit einem Geschenk. Velecki auf Diamante und es steht 1:0. Ein Einstand nach Maß für die Jungwirtler. Übrigens der zweite Saisontreffer für Diomande. Aber die Gäste haben schnell die richtige Antwort parat, nur 4 Minuten nach dem Gegentreffer. Armin Haider hat den Turbo gezündet, Lukic und Obernberger kommen nicht in den Zweikampf und das ist dann auch schon der Ausgleich. Die Führung ist futsch, das Gastgeschenk ist nichts mehr wert. Und es kommt noch dicker für die jungen Wikinger, die hinten nicht gut stehen und oft auch nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Haider auf Zirngast und die LASK-Amateure haben das Spiel gedreht. Und das sind nicht einmal 6 Minuten, denn 8 sind gesamt erst gespielt. Julian Baumgartner vertritt Alfons Fischer an der Linie. Der Coach der jungen Wikinger ist gesperrt. Dann kommt bei den Gästen Philipp Haberl für den verletzten Marco Schabauer. Und dieser Wechsel hat noch Folgen, denn kaum am Platz macht Haberl das 1:3 und das nur 4 Minuten nach seiner Einwechslung. Die Rieder Abwehr in Halbzeit 1 nicht sattelfest und Zierngast mit der Übersicht, so muss der eben eingewechselte Linzer Offensivmann nur mehr vollenden. Gut gestartet, dann aber zu inkonsequent. Die jungen Wikinger mit Luft nach oben, fangen sich aber mit Vordauer des Spiels. Schendl auf Wörndl, das 2:3. Die jungen Wikinger sind also wieder dran. Der bereits 5. Treffer für Ben Wörndl in dieser Saison. 2:3. Der Pausenstand. Die 250 Fans in der Innviertel Arena sehen nach dem Seitenwechsel dann eine sehr engagierte Riedermannschaft. Würdinger gegen Diamante, aber Schiedsrichter René Kettelgruber lässt weiterspielen, auch wenn die Innviertler damit nicht einverstanden sind. Und nur 1 Minute später diese Riesenmöglichkeit für Sandro Schendl, aber Lukas Jungwirth mit der Fußabwehr. In der Folge ist das Spiel offen. Torchancen auf beiden Seiten. Hier kommt aber Luka Lukic zu spät und kassiert dafür die gelbe Karte. Und weil er schon vorbestraft war, sind die Wikinger nun die letzten 10 Minuten einen Mann weniger. Die LASK-Amateure nutzen diese personelle Überlegenheit eiskalt aus. Und vor allem Philipp Haberl ist in Torlaune. 83. Minute, das 2:4. Und nur wenig später macht er dann seinen Triplepack perfekt. Das Derby zwischen den jungen Wikingen Ried und den LASK-Amateuren endet mit einem 5:2-Sieg für die Linzer. Wir sind gut reingestartet, gleich mit 1:0. Dann war es 3:1, aber dann in der Kabine haben wir gesagt, ja, geht besser. Wir haben es zu nah rankommen lassen, aber dann mit dem Ausschluss von Ried ist natürlich uns besser gelungen und glücklich über die 3 Punkte. Ja, Derby will man immer gewinnen, das ist klar. Und dass man dann 5:2 verliert, das ist natürlich ein großer Schlag, aber wir geben nicht auf. Wir müssen da unten raus und uns auf die nächsten Spiele konzentrieren, dass wir punkten. 5 Tore sind einfach zu viel, oder? Absolut. Ich glaube, das zieht sich schon ein bisschen durch die Saison. Wir müssen jetzt schauen, dass wir daran arbeiten, damit wir die Defensive stabilisieren und dass dann in Zukunft hoffentlich wieder mal die Null steht. Die jungen Wikinger Ried rutschen in der Tabelle der Regionalliga Mitte damit auf den vorletzten Platz ab, gastieren nun bei der UVB in Vöcklermarkt und empfangen am 28. Oktober im nächsten Derby Wallern St. Marienkirchen. Die Profis der SV Kuntomatik Ried wiederum spielen bereits am Freitag, 20. Oktober um 18:10 Uhr in der Innviertel Arena und zwar gegen die Wiener.